Peace out, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei WoW Retail Version. Zu Beginn wundert euch nicht, das Interface ist anders. Es hat sich wieder alles resettet. Das passiert bei mir alle Jubeljahre. Hat mich tierisch drüber aufgeregt, könnt ihr mir glauben. War richtig ätzend. Tank speichern, MS anlegen. Hat mich richtig krass genervt. Meine Güte, ich bin innerlich ausgeflippt. Das ist immer so ein Theater. Das dann wieder zu ändern, also, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es war ja kein Patch oder so. Es war weder Patch Day, noch sonst was. Es war einfach wieder so, ich hatte das schon ein paar Mal. Ich logge mich eines Morgens oder eines Mittags, Nachmittags, whatever, abends ein. Und die Addons sind resettet. Ja? Und ich muss alles neu einstellen. Ich weiß, das kann man, umgehen, indem man so Backups, Interface-Backups erstellt, aber ganz ehrlich. Da habe ich dann auch irgendwie keinen Bock drauf. Dann ändert sich mein Interface halt alle Jubeljahre. Meine Güte, ich denke, damit kommt ihr auch alle klar. Ja, ansonsten, was ist passiert? Ich habe für mich heute tatsächlich, heute haben wir Sonntag, den 23. Und ich habe für mich die Möglichkeit entdeckt, tatsächlich wieder ein bisschen Gold zu farmen. Und zwar farme ich momentan, besser spät als nie, die Kräuter in Nasiata. Diese komischen Pflanzensachen, die man braucht, momentan auch für Flasks und für Bufffood, whatever. Die farme ich. Und das macht mir tatsächlich momentan relativ viel Spaß. Gut, ich bin jetzt auch, ich habe vielleicht heute 2 Stunden gefarmt, das ist jetzt nicht so viel. Ich bin auch noch dabei, die ganzen Ränge zu bekommen. Ich muss zugeben, ich dachte am Anfang, dass man, ich weiß gerade gar nicht, wie dieses Kraut heißt, aber es ist ja so, dass in WFA die Kräuter verschiedene Stufen haben, ne? Rang 1 bis 3. Und je nachdem, welchen Rang du hast, bekommst du mehr Kräuter letztlich bei einmal Kräutern heraus. Und ich habe halt die ganze Zeit gefarmt, ohne einen einzigen Rang zu haben, weil ich dachte, das gibt's einfach diesmal nicht. Gab es natürlich wohl. Tatsächlich Rang 1, 2 und 3. Nur, dass man es halt nicht bei jedem Kräuterhändler lernen konnte, sondern halt nur entsprechend bei dem Kräuterhändler in Nasiata. Beziehungsweise bei dem Kräuterlehrer. War doof, gebe ich ganz ehrlich zu. Und jetzt bin ich halt auf der Suche nach Rang 2, nach Rezept Nummer 2 und farm da gerade so ein bisschen ja, den Ramok da ab. Ist sehr nervig, aber da muss man durch. Und da ich den kurz vor der Aufnahme das letzte Mal erledigt habe, das Rezept war leider nicht drin, habe ich mich jetzt für eine Aufnahme entschieden, weil ich weiß genau, der Doch braucht mindestens nochmal wieder eine halbe Stunde, bis er wieder da ist. Das heißt, ich kann hier eine, wenn nicht sogar zwei Folgen aufnehmen, bevor ich mal wieder reinschauen müsste. Ansonsten habe ich heute auch, ich weiß gar nicht, wann, war heute Morgen, habe ich die letzte Stronghold Crusader Mission gespielt. Das bedeutet, dass ich projektmäßig jetzt soweit frei bin. Hab nur WoW Classic und Vanilla und das sind halt zwei laufende Projekte, die jetzt so nicht in naher Zukunft beendet werden. Heißt, theoretisch habe ich die Möglichkeit, mir ein neues Spiel anzugucken. Die Frage ist halt, welches. Ich tendiere ja nach wie vor zu einem RPG. Gothic 3, vielleicht Gothic 1, Gothic 2 oder Risen. Vielleicht wird's Risen. Ich weiß es auch noch nicht. Lasst euch da einfach überraschen. Wie gesagt, es steht ja auch noch, meine Wiederholungsergebnisse stehen aus. Ich möchte da nicht immer wieder drüber quatschen. Wisst ihr ja. Mal gucken, was dabei rumkommt. Kann aber, ich weiß halt nur, bei meinem Erstversuch, da war das halt, weiß ich nicht, wann kam die? Anfang April kamen meine Ergebnisse und wir sind halt noch ziemlich weit weg von Anfang April. In der Theorie müsste ich mich jetzt vorbereiten, schon auf die mündliche Prüfung, whatever, aber ganz ehrlich, ich bin noch so gemattet von der Schwerpunktsprüfung. Und meine Motivation hält sich einfach arg in Grenzen, jetzt da schon so dermaßen reinzuhauen und mich wieder volle Power aufs Lernen zu konzentrieren. Ja, meine Bewerbung fürs Referendariat habe ich abgegeben, beziehungsweise gebe ich morgen ab. Am Montag, ich habe ja mein Gesamtzeugnis habe ich bekommen, am Freitag gebe ich dann ab am Montag. Das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Mal gucken, wo ich da hingeschickt werde. Hoffe, dass ich da nicht irgendwie so ein Warte-Semester habe. Obwohl Semester auch eigentlich die falsche Wortwahl ist, es ist ja kein Studium mehr.
Ich bin einfach froh, dass ich jetzt nicht nochmal Studiengebühren zahlen muss. Das könnte mir glauben. So, Nummer 2. Im Moment habe ich das Gefühl, egal ob wir WoW Vanilla oder WoW Retail spielen, wir sind einfach primär sehr oft am Farmen. Und in der Hinsicht kann man auch mal immer schön einen Blick auf die Goldmarke werfen. Und da wir ja sowieso auf Blackmore spielen, ja, die Goldmarke momentan auf Blackmore 200.000 Gold knapp. Gut, ja, 203.000. Das ist ein Preis, der ist ja nicht recht akzeptabel. Also wenn man jetzt Goldmarken kaufen möchte, dann ist... Wäre es auf jeden Fall ein Zeitpunkt, den ich unterstützen würde. Ich muss mal gucken, ob ich mir selber nicht auch noch ein paar kaufe. Weil ich ja eigentlich, ich habe Shadowlands noch nicht gekauft, auch noch nicht die virtuelle Version. Und ich will sie mir auf jeden Fall kaufen. Und wenn ich sie mir virtuell so kaufen könnte, dann wäre das natürlich in der Hinsicht praktisch, dass ich mir die ich will ja auch noch einmal die körperliche Version haben, also diese Limited Super Edition dann da in der Big Box oder so. Ne? Ich mir auf jeden Fall kaufen und die müsste ich dann auch gar nicht erst öffnen, die müsste man einfach ins Regal stellen. Ich bin ja so jemand, ich stehe da drauf, ich sammle die gerne. Obwohl ich von den klassischen WoW Editionen wirklich nur die Mist of Pandaria Edition habe und die verstaubt momentan hier tatsächlich ein bisschen, aber das liegt auch einfach daran, dass ich hier nicht so den Platz habe, momentan die ordentlich auszustellen. Aber da dieses Jahr auch ein Umzug, wieder gesagt, auch ansteht, denke ich, dass ich dann nicht die neue Wohnung mit einrichten muss. Das ist dann einfach besser funktioniert, dass ich da ja schönere Plätze für finde. Aber kaufen werde ich sie mir auf jeden Fall. Und selbst wenn ich sie als Wertanlage ansehe. Obwohl meine... Das ist ja auch irgendwie von WoW-Edition zu WoW-Edition unterschiedlich, ja. Also wenn ich jetzt noch WOTLK oder Burning Crusade sealed hätte, meine Güte, das wäre eine Wertanlage. Oder auch meinetwegen noch, weiß nicht, Legion ist sogar auch noch was wert, ne? Aber irgendwie bei Mists of Pandaria habe ich ins Klo gegriffen. Bei Mists of Pandaria, die Version ist einfach wirklich nichts wert, glaube ich. Also... Können wir gleich kurz gucken. Ich erledige eben mal kurz noch die 4 Kralania. Ich habe übrigens jetzt auch geschafft, dass TSM jetzt mit dem neuen AH korrespondiert. Ich hatte da das Problem, dass TSM irgendwie den Fehler hatte, dass ich immer eine Fehlanzeige hatte und das AH hat nicht richtig funktioniert, weil sich irgendwie nicht mit TSM verstanden hat. Das hat mich sehr genervt. Ich den Interface-Ordner einfach mal gelöscht bezüglich TSM, weil ich ja sowieso das Problem mit dem Interface hatte, hatte ich ja zu Beginn des Parts gesagt. Und jetzt funktioniert es Gott sei Dank wieder. Hier könnt ihr sehen, mir alles hier angezeigt, weil zwar ist das Aktionshaus überarbeitet und alles tipptopp, da braucht man also kein Add-on mehr für, aber wenn ich jetzt random in der Welt unterwegs bin, möchte ich halt natürlich irgendwie gern so einen Vergleichswert haben, wenn ich ein Item finde, wo ich überhaupt gar keinen Plan habe, ob das jetzt wert ist oder nicht. Und da ist TSM halt einfach richtig gut. So, ich wollte jetzt eben mal kurz das, jetzt nicht. So. Das wird auch noch hochgeladen hier. eBay, ne? Mists of Pandaria. Wie neu ist halt nicht das, was ich hier sehe. Ich will neu. Oh! Ich muss natürlich auch bei verkauft gucken. Oh! Okay.
Habe ich nicht mit gerechnet. Habe ich nicht mitgerechnet. Ja, schön. Wow. Okay, dann vergesst mal, was ich gesagt habe. Hier übrigens links seht ihr meine letzten Suchen. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Pokémon Smaragd Edition, weil ich da irgendwie letztens so einen Nostalgie-Flash-Kick hatte und da irgendwie stark Interesse dran hatte, mir doch mal nochmal Pokémon Smaragd mir zu Gemüte zu ziehen. Aber ja, bis jetzt nichts Günstiges gefunden. Das ist halt auch einfach eine Unverschämtheit, was die da teilweise für Geld verhaben wollen. Also gerade auch diese, also es gibt ja diese drei Klassik-Editionen. Ja, WoW Rot, WoW, also Feuerrot, Blattgrün, ja, diese beiden und dann noch Smaragd, Rubin und Saphir. Und die sind alle, wenn sie sealed sind, die sind ein Vermögen wert. Also 200, 300, 400 Euro kann man da locker für bekommen. Ich glaube, das ist am wertvollsten davon ist nochmal noch Smaragd. Also, da staunt man tatsächlich nicht schlecht. Aber richtig, richtig krass. Das Viech hat mich gerade weggekickt, ne? Leider Flügelwachen, die ich gar nicht brauche. Jetzt brauche ich noch Zauberer. Ich bin außer Wand. Also wenn ihr mal, wenn einer von euch mal irgendwie auf dem Flohmarkt unterwegs sein sollte, ist es ja sowieso... Kann ich gleich mal auch da das Thema aufgreifen. Diese ganze Reseller-Gemeinschaft, ne? Also das ist ja... Also es hat angefangen vor einigen Jahren, dass mir aufgefallen sind, dass auf YouTube diese Flohmarkt-Videos zugenommen haben. Dass Leute mit einer Kamera auf Flohmärkten unterwegs waren und dort Videos gemacht haben. Fand ich cool, finde ich cool. Gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Und aus diesen Flohmarkt-Videos hat sich so eine richtige Reseller-Gemeinschaft entwickelt. Die ist aus dem Boden gekrochen, wie weiß ich nicht was. Also plötzlich war sie da und jetzt auch schon seit einigen Jahren ist sie wirklich fester Bestandteil. Und da gibt's eine richtige Community zu. Und die haben sich wirklich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Gegenstände, und ich rede nicht nur von Spielen, von Gaming-Artikeln oder irgendwie sowas, sondern alles. Alles, was auch nur ansatzweise irgendwie wertvoll ist, auf Flohmärkten aufzukaufen und das dann irgendwie in eigenen Shops auf eBay teuer zu verkaufen. Ja? eBay-Kleinanzeigen, Flohmärkte, private, alle möglichen Kontaktpersonen. Also im Endeffekt einfach günstig einzukaufen und dann zu verkaufen. Und das auch gerade bei solchen Spielen. Was sich daraus entwickelt hat, ist halt faktische Tatsache, dass man quasi sowas, irgendwie so einen Gameboy-Schnapper oder sowas, ja, dass man Gameboy-Spiele, Pokémon-Spiele irgendwie günstig auf dem Flohmarkt erstehen kann, das ist vorbei. Das ist komplett vorbei. Ich erinnere mich, dass ich mal vor einigen Jahren, lass es 10 Jahre gewesen sein, bei uns hier in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, dass es dort einen Flohmarkt gab und auf diesem Flohmarkt habe ich mehrere Pokémon-Editionen gefunden. Pokémon Rot, Silber, Blau, Gold, whatever, und ich habe die Stück 50 Cent gekauft. Es waren nur die Module, das war nicht irgendwie das komplette OVP-Gedöns mit dabei, es waren nur die Module. Ich habe die für mich gekauft, ja, ich wollte die einfach haben und ja, sammeln, ja, so wie man das gerne... So wie es vielleicht vielen von euch gehen würde. Ich hatte gar nicht im Kopf, die irgendwie mal zu resellen oder sowas, ne? Auf gar keinen Fall. Das war überhaupt nicht meine Motivation, jetzt dazu zu schlagen. Das wäre heute undenkbar. Ja, du hättest keine Chance, solche Spiele jetzt noch auf dem Flohmarkt zu finden, es sei denn, du hättest wirklich mehr Glück als Verstand. Also das ist... Ihr müsst einfach nur mal Resellen eingeben. Es ist einfach unglaublich, was es da für eine Community gibt. Und es gibt es einfach so, dass viele Leute
diesem Trend auch nacheifern. Ja, es ist einfach alles, wo man Geld verdient, beziehungsweise potenziell Geld verdienen kann. Auch diese Geschichten, dass man, ich investiere in Lego oder sowas, ja. Dass es dann Leute gibt, die machen das, kaufen Lego-Sets ein und verkaufen die dann irgendwann später. Aber die verstehen nicht. Ich will gar nicht sagen, dass zum Beispiel, wenn man in Lego investiert, dass das nicht eine Möglichkeit ist, irgendwie Geld zu verdienen. Aber viele Leute unterschätzen dann einfach die Dauer, die sie wirklich warten müssen, um da dann letztlich Gewinn rauszuziehen. Wir reden hier von, also das Prinzip dahinter, um das kurz zu erklären, man kauft ein Lego, also Lego bringt regelmäßig irgendwelche Sets raus. Star Wars, whatever, nehmt was ihr wollt, irgendein Franchise, da lizenziert das Lego dann irgendwie, macht einen Vertrag und kann dann entsprechend für das Franchise dann irgendwie so Lego herstellen. Franchise ist übrigens der falsche Begriff. Also für irgendeine Marke Franchise. Ich weiß nicht, wie ich Franchise gekommen bin. Und Star Wars ist das beste Beispiel. Und dann bringen sie solche Sachen auf den Markt und irgendwann hören sie auf, das zu produzieren. Und es gibt aber immer noch Leute, die diese Sets dann haben wollen. Und wenn du dann irgendwie 10 Jahre wartest und in 10 Jahren, da wurde es dann seit 10 Jahren nicht mehr produziert. Es gibt so gut wie nichts mehr auf dem Markt, was irgendwie sealed und OVP ist. Und entsprechend hast du dann natürlich auch den Wert. Das ist letztendlich genau das gleiche wie mit diesem Mists of Pandaria OVP-Spiel. Das kannst du so jetzt nicht mehr neu von Blizzard kaufen. Trotzdem gibt es Leute, die das gerne haben möchten. Und OVP, so wie es ursprünglich verkauft wurde. Entsprechend zahlen sie auch einen doppelten, dreifachen Preis von dem, was es damals gekostet hat, ja. Heute kostet WoW Collector's Edition ja immer irgendwie 110 Euro oder so. Damals hat WoW Mists of Pandaria, glaube ich, Collector 60 Euro gekostet. Naja, ich quatsche schon wieder zu viel. Liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit WoW Retail-Version. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.